liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Fußballminister 2023. Ja, wir sind die letzte Folge da stehen geblieben. Bis jetzt haben wir seit fünf Spielen sind wir sieglos. Ja, wir werden jetzt auch nicht mehr aufsteigen. Ich plane jetzt schon langsam die zweite Liga. Und jetzt müssen wir kurz mal aufpassen. Unser Keeper hält die Null aktuell. Also ich hoffe, wir werden es. Also Ziel ist es noch weit wie möglich, eben wie oben zu schaffen. Ist klar. Und kommt gerne mal auf Twitch vorbei. Wir machen regelmäßig Livestream, da will ich mich auch mal freuen. Da auch mal vorbeischaut und da auch noch ein Follower da lässt. So, jetzt zurück ins Spiel. Jetzt gibt's Freistoß. Ich wollte. Das war knapp. Die Luftfeder hätte echt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt schaffst du das ein bisschen Tick besser. Wir sind gerade auch um Höhe auf Bielefeld. Fakarada. Und jetzt rein damit. Ah, schade. Ah, ich habe vergessen, Auto reinzutun. Ich bin so Idiotin. Hätte ich die letzte Folge machen müssen. Mann, aber wohl, das klappt jetzt gerade auch so gut. Ne? Er hat, glaube ich, auch gerade einen Schuss abgegeben. Alle sind glücklich. Alle sind stand jetzt fit. Sehr schön. Hey, wir gehen mal zweite Hälfte. Null rein, glaube ich, hoffentlich. Vielleicht gehen wir sogar mal in eine Führung wieder mal. Das wäre jetzt auch ein Traumchen. Jo! Ey, das bei der Hälfte ist ja klar, wie sie klar besser gemacht als bei der Hälfte. Wir haben so gute paar Chancen. Oh, Bielefeld hat ja mehr. Ah, ne, das sind wir. Und mehr Schüsse haben. Komm. Schade. Aber ich muss ehrlich sagen, wo wir nicht aufsteigen. Das macht trotzdem Spaß. Einfach daher, weil wir gerade in der Krise sind und du musst Taktik ein bisschen rumschrauben, so, weil es wieder auch läuft, ne? Das finde ich, das macht Spaß. Macht echt Spaß. Und zu gucken, welche Spieler gut sind, ne? Das ist nicht wie FIFA, dass jede Spieler so Wertung hat. Du musst das gucken, wie Pass ist, und wie, ja gut, Sterne. Und Sterne sind Nebensache tatsächlich. Eine Minute noch. Es gibt eine Ecke. Pacarada. Letzte Spiel haben wir ein Ecktor gemacht. Gegen HSV. Ja, das werden wir jetzt schnell wieder abhaken. Und jetzt machst du rein. Komm. Nein, gib nochmal ab. Schade. Und jetzt schieß mal. Nee, tut er nicht. Ah. Also wir müssen ja sagen, zweite Hälfte, wir sind klar bessere Mannschaft, der Ball will aber nicht rein. Oh Mann. Ja, Bielefeld hat übrigens letztes Spiel verloren. Fun Fact oben noch da. Oh, und jetzt macht Bielefeld ernsthaft das Tor. Ja, wie sagt man schön, wer nicht vorne nicht reinmacht, wird irgendwann eben halt hinten bestraft. Und da werden wir einfach bestraft. Es ist kacke. Halbzeit. Das ist so ein Mist, ey. Das ist jetzt so ein Mist. Wir sind da bessere Mannschaft. So, Otto kommt rein. Otto hat jetzt letztes Spiel auch bei der Hälfte den Bude gemacht. Aber wollte ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Es war eine gute Halbzeit. Warum soll ich nicht. Ich bin ja nicht jetzt nicht wütend, deswegen. Ich bin nur ein bisschen wütend, weil wir doch die letzte Sekunde ein Gegentor bekommen haben.
Otto, schade. Ist das in... Bingelfeld wird bestimmt das alles dicht machen. Die sind ja noch voll drin in Abstiegskampf, ne? Hättest du flach schießen müssen? Hättest du flach schießen müssen? Oh, da wäre drin gewesen. Er wäre drin gewesen. Hakarada. Oh, ne. Rauf da! Mann, das gibt's doch nicht. 2 zu 0. 2 zu 0. So richtig unverdient. So richtig unverdient. Diese Führung. Bei ihm halt. Ne, Ballbesitz müssen wir mitmachen. Das kriegen die Spieler irgendwie nicht hin, habe ich Gefühl. 2 zu 0. Oder auch nicht! Es wird überprüft! Er gibt das Tor! Mann! Das wäre so schön gewesen! Für uns! Oh Mann, ey, das ist so richtig unverdient! Jetzt kommt schon wieder Bielefeld! Hab ich sie, Das ist richtig gut! Und jetzt Otto! Und jetzt nicht drin! Das gibt's doch nicht! Das gibt's einfach nicht. Der Nummer 10 ist beleidigt. Ich will Irvine reinbringen. Ich bringe jetzt Irvine rein. Irvine ist Kopfball stark. Mal gucken, der irgendwie noch helfen kann. Ich finde eigentlich der ich mag ihn. Ist ja nicht guter Spieler. Hat ja WM gespielt, ne? Für Australien. Und hat, glaube ich, auch. Er hat Tore gemacht. Jawohl! Otto! Otto trifft schon wieder mal. Ja! Zwei Spiele hintereinander hat er jetzt getroffen. Anschlusstreffer. Kommt, Jungs. Hopp, 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 hopp. Wir können noch. Endlich unsere Niederlageserie beenden. Applaudieren. Irvine. Ah, verliert leider schon der Ball. Aber der holt wieder zurück und nächster Angriff. Aber der Keeper hat rechtzeitig gesehen. Diese Flanke. Könnte er einfach easy abfangen. Oh, rauf da. Sehr schön. Oh. Rauf da. Rauf da. Rauf da, rauf da, rauf da. Ja, ich komm gleich. Oh, Mann. Ja, ich bin gleich wieder da, Leute. Mann, ich hoffe, wir gleichen das hier noch aus. Das wäre echt gut, ne? Ey, wir spielen eigentlich, glaube ich, richtig gut. Boah, wir sehen ja auch gar nichts. Highlight. 70. Minute oder jetzt 71. Minute. Ist echt die Frage. Oh, du kannst. Otto. Oh, Otto kann. Orange. So Orange hier ihm halt. Ah, das ist immer blöd. Wir dürfen noch draußen.
So, orange. Mehr kann ich es auch nicht tun. Vielleicht so machen. Moment. Boah, vielleicht machen wir morgen wieder Vormittagsleistungen, muss ich mal gucken. Ich muss das echt gucken. Ey, wir machen keine einzige Tor hier, ne? Also drei Wechsel. Wir kriegen es nicht hin. Unser Jung Youngster sogar spielt heute mal jetzt, du, ey, Stefan. Zack. Fünf Minuten. Gerade. Jetzt komm, Ausweichtreffer. Wieso regeln wir jetzt nicht hin? Irvine? Ja, schade. Nächste Niederlage, aber das war richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Muss einmal mal kurz meine Stopp machen. Also, ich hoffe, ihr hört mich. Vielleicht bist du so abgehackt. Das tut mir ein bisschen leid. Warte ich hoffe, ihr hört mich. Bin gerade mal kurz machen. Ja, schade, wir verloren haben. Also, ich plane jetzt endgültig für die zweite Liga. Also, das anders geht's nicht, ne? Also, ja. So, also sage ich es nochmal, ich plane jetzt für die nächste Saison noch zweite Liga. Mal gucken, wir denn aufsteigen. Oder wir suchen einen neuen Verein. Aber es ist eigentlich schade, ist, denn St. Pauli ist mein Lieblingsverein. Das wisst ihr alle. Ihr wisst das ja alle. Ja, schade, wir gegen Bielefeld verloren haben und damit sind wir auf Platz 10. Oha. 23. Welche die Lehre des Liga? Zweite? B. Serie B. 12. Bundesliga? Zweite. Er will Bundesliga. Nee, das. Oder wollen wir nochmal fragen? Warte mal. Verhandlung. Wer will Bundesliga? 24, 25. Nee. Er will wirklich Bund. Ja gut, kann ich auch verstehen. Das ist. Oh.
Der ist aber auch nicht so toll, ne? Aber sein Vertrag läuft aus. Er will auch Bundesliga. Nee, ich kann erst dazu sagen. Nee. Schade. Schade. Der wäre sogar ablösefrei gewesen. Glückwunsch. Darmstadt ist aufgestiegen, der erste Verein in diese Saison. Ist Darmstadt. Und wir müssen jetzt gegen Darmstadt spielen. Darmstadt kann uns gegen uns jetzt Meister werden in zu Hause. Shit. Ach cool, ich hoffe, der sucht doch weiter. Offensiv, ja komm, offensiv mal, Leute, bitte. Ja. Platz. Welchen Platz sollen wir denn machen? Ja, welche Plätze sollen wir denn machen, Junge? Er ist kein Stürmer, sein Abwehrspieler. Fühlt Oh, das läuft aus. 19 Jahre. Ich will ihn verlängern. Also Bayern gegen Köln. Bayern wird gewinnen 2-0. Wow. Warte mal, wir könnten. Oi. Ich muss grad dringend richtig auf Klo. So, weiter geht's. Ey. Ich hoffe, es geht jetzt nicht mehr weiter, ey. Das ist ja furchtbar. Oh, ich hoffe, mein Mann hat sich jetzt beruhigt. So, ein, zwei, die letzten vier Spielen. Come on. So. Oh, Hertha ist weiter. Also, Bayern gegen Hertha. Ihren Finale in der deutschen Pokal. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Okay. Aber voll ehrlich.
Letztes Spiel jetzt. Also wir kriegen es irgendwie nicht hin zu gewinnen, ne? Mindestens jetzt die letzten 4 Spielen. Also, nee, ich gehe. Ich habe überlegt, wir gehen mehr Ballbesitz. Und gehen nach vorne so. Ball aus. Kurz passen. Ball aus und lang passen. Ah. Warte, gucken, wie alles. Flanken zu. Nee, Flanken nicht zulassen. Tasten. Das. Mal gucken, das klappt, ne? Ich habe ihn schon wieder. Ah, Mann, ich habe wieder Otto vergessen reinzutun. Er hat. Ja, vielleicht ist er auch ein Spieler, der eher so knipst, ne? Nicht kein Anfang an Spieler ist. So meinte ich das. Aber ich bin gespannt, ne, wie es jetzt wird. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich habe hier in dem Beirat hier Salatset. Mach mal auf. Ach, was zum Glück. Trainer isst nebenbei Salat. Ah, saugeil. Vielleicht hilft das ein bisschen mein Magen. Keine Ahnung, was los ist, aber glaube ich, jetzt geht's gerade tatsächlich wieder. So, ich hoffe, wir gewinnen jetzt die letzten 4 Spielen. Das hoffe ich sehr, aber das sieht hier nicht so überragend aus. Rauf da! Die gehen immer noch nicht rauf. Das ist unser Problemfall, was wir leider haben. Hoppala. Bloß nicht die leckere Salatsoße. So, gleich 10 Minuten schon gespielt. Ein Schuss, ja. 1 zu 4 Schüsse. Auf Tor beiden Seiten noch keinen. Also, das ist die Bilanz. Was wir hier in dieser Partie haben. So. Jawohl! Ich glaub's nicht! Jo, Mann! Wir führen gegen Darmstadt! Ausgerechnet jetzt gegen Darmstadt führen wir. Boah, ist das cool.
Natürlich nicht so ganz verdient, ne? Da hatte jetzt ein paar mehr Chancen, wie wir. Oh, wir sind zu offen. Wir sind zu offen, Leute. Sucht ihr gerne meinen guten Keeper. Ey, sucht ihr gerne meinen echt guten Keeper. Ah, Darmstadt ist eh schon Meister. Oder schon ist schon aufgestiegen. Meister sind sie noch nicht. Die werden bestimmt gerne Zweitligameister werden. Ja, bis jetzt sind wir auf Platz 7 hochgerutscht. So, wir bringen hoffentlich diese Führung in der Pause. Und dann gucken wir weiter. Entweder machen wir dann 5er Abwehrkette, machen dicht. Und ärgern Darmstadt. Oder auch nicht. Okay, wird anerkannt, ne? Oder? Ja. Also, Tor sieht. Aber sehr komische Überprüfung. Aber muss man leider festhalten, das ist leider verdient. Es ist leider verdient, Set. Oh, Halbzeit. Ja, es läuft gut. Bin zufrieden. So, zweite Hälfte, wir ändern gar nichts. Ja, klar, es ist wieder letzte Minute im Draht ein Gegentor passiert. Das gibt's doch nicht. Ausgewogen. Mal gucken, dass das klappt. Das vergesse ich immer. Fällt mir gerade so ein, ich das immer vergessen habe, mal das auch mal zu machen. Also Standardtore kriegen wir gerne rein, ne? Das war eine Scheiße. Oh. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße? Aber darüber können wir nicht. Wir gehen mal ein bisschen Ballbesitz runter. Bringt eh nichts. Machen wir mal so. Mal versuchen, dass das so klappt, ne?
Ja, wir wissen, dass der nicht reingegangen ist. Auch nicht mal gefährlich. Otto? Irvine? Drei Wechsel haben wir. Du musst leider raus, du bist ja auch ein bisschen kaputt. Machen wir mal. Aber schade, Draht, dass es hier nicht so hart läuft. Hey, ich hätte Anfang an verteidigen müssen, ne? Chat, oder? Was sagt ihr? Also ich hätte, wo wir führen waren, hätte ich Anfang an verteidigen müssen. Oh Mann. Also wirklich, was ich gesagt habe, passiert jetzt auch nichts. Aber echt noch ein Wechsel, ne? Machen wir so. Da können wir was drauf 5 Minuten machen. Wir holen mindestens ein Unentschieden. Ist das super gespielt. Richtig gut. 3 zu 2. Jo. Warum steht da keiner? Warum steht da wieder keiner? Jungs, aufpassen! Darmstadt ist Alarmbereitschaft. So, vorne. Na? Warum passt du da hin? Es steht doch keine Sau. Paccarada. Das ist doch. Das ist doch Kacke. Also gegen uns sind sie noch nicht Meister geworden.
Ah. Ich muss mal jetzt anderen so sehen. Es war ja gut. Wir haben gut gekämpft. Und ja, wir haben erstmal verhindert, dass Darmstadt nicht Meister ist, dass Heidenheim noch Meister werden kann. Muss jetzt nur Heidenheim gewinnen. Sechs neue Spieler. Oh, vorbei ist nur fünf. 18 Jahre alt. Fünf. Oh, er hat aber fünf, sieben. Ah, da waren noch fünf Tore. Aber er könnte guter werden, ne? Er könnte guter werden. Ist U17. Wir gehen schön runter. Von 21 Spielen und 15 reingekommen, 10 Tore. Ah, die könnt, nee, der ist auch zu teuer hier. Köln. 24. Ah, nee, das ist auch nicht so. Nur oh, ein Türchen. Okay, der ist aber nicht. Spielt ja außen. Aber trotzdem, das ist. Also Mainz, der Mainz mit 18 Jahre alt, der Spieler, der ist bis jetzt am besten. Aber es ist auch wieder mit Geldtechnik das Problem. Ja. Oh ja. Geile Idee. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wir können ja unser Vertrag läuft auf. Oh, wir können ja ein bisschen spionieren. Welche Spiele Vertrag hier auslaufen? Alles. Oh Gott, hier haben wir aber viele Stürmer. Ja, die Stürmer sind aber von denen alle. Der ist vertraglos. Der ist 30 Jahre alt, aber er hat auch. Der hat zu wenig Tore gemacht. Wir brauchen einen Stürmer, um. Mit uns. Nächste Saison aufsteigt und vielleicht sogar mit der erste Liga mitspielt. Terodde. Aber Terodde könnte auch so teuer sein. Ein Spiel eingesetzt und von 10 Spielen ist er gekommen. Ja. Also, der hat mehr Tore wieder. Der hat hier mehr Tore. Der weniger. Das ist auch nicht so prägend. 7. Der ist gut. Der hier. Jo, bitte mal. Scouten. Der ist gut. Mal gucken. Kann aber Toyota auch fragen. Oh. Ey.
Bundesliga. Wie sieht es eigentlich aus? So sieht die Bundesliga aus, Chat. Können wir auch mal gucken. Bayern wird Meister. Bayern ist sogar Meister. Dortmund Vizemeister. Leider kommt Leipzig natürlich. Und dann kommt Wolfsburg. Nagelsmann? Nagelsmann ist der Trainer noch bei Bayern. Also sieht die andere Hälfte aus. Union Berlin nicht bei Europa League oder so. Leverkusen kämpft noch. Wo Union kann auch noch schaffen. Union ist noch nicht vorbei. Werder Bremen kann es auch noch schaffen oder Werder Bremen steigt ab. Einer von beiden wird Werder Bremen noch schaffen. Sogar vielleicht sogar noch Augsburg, ne? Alter, die Bundesliga ist spannend. Außer ja oben, Meister steht schon fest. Mönchengladbach wird absteigen in der zweite Bundesliga. Das ist, boah, richtig kackhart. Rotte. Läuft sogar Vertrag ab. Nur 10 Tore. Nur 10, aber ich fange ihn mal an. Das wäre ja witzig. Er will Bundesliga. Zweite. Der will wirklich die Bundesliga. Ja, ich kann nur sagen, da. Ja, aber ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Der ist nur 35. Null. 18. Oh, der ist gut, glaube ich. Der könnte gut werden. Der könnte gut werden. Den nehme ich auch mit. Also mitnehmen. Den scoute ich. Oh. Ne. Heilheim ist war durch. Heilheim ist aufgestiegen. What? Der könnte gut werden. War perfekt. Der hier auch. Warte mal. Hab auch für den beendet. Shit. Auf uns ab. Ja. So, meine YouTube-Freunde. Leider diese Folge wie immer noch Niederlageserie. Aber wir haben jetzt seit drei Spielen, die seit zwei Spielen nur eine knappe Niederlage. Soll ich jetzt sagen, gegen Duisfeld werden wir hoffentlich das Spiel wieder drehen und ja,
Ich hoffe, die nächste Folgen machen wir die letzten drei Spiele. Und ich hoffe, wir die nächste Folge, ja, Transfers machen. Wenn ihr Spielerwünsche habt oder versuche, einen Spieler zu verpflichten, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Dann versuchen wir es. Unser Glück mal. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Kommt gerne auf Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung. Da mache ich regelmäßig Livestreams. Ja, bis hin. Euphemia, haut rein. Mach's gut. Dankeschön, ihr dabei wart. Ciao, mit.